Hallo Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Minecraft-Freunde! meiner Weg. Ach man, ich hab Herzlich wieder. willkommen zur Magic Farm 2! Es fängt alles mit Mäh an. Mäh selber. Irgendjemand liegt da gerade Telefon. So, okay. Wir wollten ja das letzte Mal. Nee, Lavafabrik werde ich erstmal nicht machen. Ich werde erstmal Lava Dynamo machen. Das Telefon. Ich weiß jetzt nicht mehr. Nee, wie heißt das Ding? Das doch, zieht immer noch Energie doch, ohne Ende. Das heißt doch Lava-Dynamo, oder bin ich blöd? Magmatischer Dynamo. Ach, magmatischer, also ja. Genau. Mag... Nee, nicht so mag... da oben haben wir doch. Magmatischer Dynamo. Das heißt, da brauchen wir erstmal eine Redstone. Das heißt, Silberbarren. Haben wir Silber? Ja, glaube ich. Moment. Ich glaube, ich müsste bei mir noch was haben. S, I, da haben wir Silber. So. Das Blei machen wir erstmal da rein. Hast du Inver? Warte erstmal. Nee, Inver habe ich nicht. Inver? Halt, mein Redstone. Ich brauche Redstone. Ja, schon wieder. Dein Rotstein. Wo ist es? Hä? Kein Redstone mehr? Da. Vorbeigezischt. Ey, das Redstone hat Methos verlassen. Oh. Nein, das würde ich nicht überleben. So, das brauchen wir. Echt? Methos, das Redstone hat dich verlassen. Du würdest mich wohl umbringen. Ja, so, bin ich. Dann brauchen wir, Inver-Zahnrad, das heißt, ich brauche einen Eisenbarren und 4 Inver-Barren. Nein, insgesamt das Doppelte. Also 2 Eisenbarren. Ah, da ist mein Inver. Also Eisenbarren ist kein Problem. Inver bringe ich dir gerade. Jo, weil Eisen haben wir ja glücklicherweise reichlich. So, das schmeiße ich jetzt auch da rein. Jo. So. Inver ist drinnen. So, Und war Fütterung Eisen, Ich brauche mehr. Hab ich doch so, immer ach so, es ist genug drin. Okay. Warum hast du so einen Super-Zombie gefangen? So, dann brauchen wir noch, das war, glaube ich, Rookie. Halt, da muss ich noch Inver aus dem Ding rausnehmen. Moment. Inver. Ich nehme sie alle mit. Wenn man mit diesem Jetpack rumspielt, so. Dann ist es ziemlich schnell leer. Dann, zack. Dann zack. Weißt du ja, was du zu lassen hast. So, magmatischer Dynamo. Macht aber den haben wir jetzt. Jo. Packen wir da jetzt bei. Da, wo frei ist, hier oben. Ich hab gedacht, hier hin. Hier, direkt daneben. Hier. Ja, kannst du hier oben machen. Da ist es dann gleich mit der Fluid Duct verbunden. Warte mal, komme ich da noch Fluid zwischen? Duct. Nee, wenn du dich von hier aus hinstellst und einfach auf die Energieleitung klickst. Ach so, gut. Gut, so können wir es auch machen. Perfekt. Mhm. Dann, der wird auch gleich gefüllt, hä? Bin mir nicht sicher, so. Aber es soll. Und ich mache jetzt noch sein, dass euren Kühen magmatischen nichts Dynamo. Hallo! Ja. Kann es sein, dass euren Kühen absolut nichts passiert, wenn sie da in die Mitte getrieben werden? Ja, die muss man noch mit dem Schwert opfern. Also mit diesem speziellen Schwert. So. Magma Cream. Haben wir welche? Wir haben Schleimbälle und wir haben Blaze Rod Powder. Die erstmal da rein. Jo. Wenn du hier jetzt einfach mal reinschaust. Ah, genau. Dann mache ich die jetzt. Das kommt nicht da raus. Nicht? Nein. Das will nicht. Ja, bei mir geht's. Wie viel brauchst du? Mach sie alle mal durch. Okay. Dann gib mir. Mann. Weil wir werden die mit Sicherheit noch öfter brauchen. So, dann was brauche ich noch? Blazewords habe ich. Redstone Rezeptionsspule müsste ich eigentlich auch noch machen. Ach, ich habe eine Transmissionsspule und keine Rezeptionsspule. Nee, wir brauchen Gold. Hier, schau mal rein. Ja, schau dir mal dem. Ah, okay. Perfekt. So.
Brauchen wir noch was dafür? Moment, will ich gerade. Das verliert schon wieder Energie ohne Ende. Ach ja, ich muss ja den Maschinenrahmen muss ich auch noch machen. Obsidian brauche ich, Plastikfolie brauche ich. Alter Schwede. Glas. Glas müsste auch im ME-System liegen. Meine ich ja. Beim Obsidian habe ich keine Ahnung, wo das momentan ist. Glas haben wir da. Die machen wir da mal rein. Habe ich bei mir noch was? Gut, dann. Was brauche ich da noch für? Glas, Gold. Glas, Gold und Stahl oder Eisenbarren? Na, nehmen wir Eisenbarren. Gold brauche ich da noch. Moment. Gold. Müsste Gold. Theoretisch auch was im ME-System sein. Ja. Ist alles da. So, die machen wir auch da rein. Damit ich hier mal ein bisschen Platz wieder kriege. Nur beim Obsidian bin ich mir nicht sicher. So, gut. Dann halt, bevor ich wieder dahin renne. Eisen müsste ich noch haben, ne? Ja, gut. Da müssten auch über 5000 Stück im ME-System sein. So, dann machen wir erstmal den Rahmen. Hä? Ja, sind's auch. Aber es kommen irgendwie keine Eisenbären mehr nach. Wie kommt denn das? So, das Gold. Na, wahrscheinlich, weil die Truhen leer sind und Glas. Von den Büschen das halt ab und zu mal. Und dann das war nicht der, ich dachte, das, was da immer ständig ankam, war das so. Von den Büschen. Ich mach mal nee. So zwei Maschinenrahmen für alle Fälle, falls wir doch nochmal was brauchen. So, dann, wie geht's weiter? Plastik, Obsidian. Haben wir noch Obsidian? Also ich habe jetzt keins gefunden. Obsidian, nein, da drin haben wir auch das keins. Das heißt, warte mal, ich glaube, ich habe da welches gesehen, und zwar drinnen im Haus. Hatte ich irgendwo Obsidian gesehen? Nee, das ich habe nur Bohrarm und ich darf den nicht sehen, weil der Geber geschickt. Gut so. Na, dann mache ich dir jetzt Obsidian. Ich hab, nee, doch nicht. Obsidian-Kachel, Obsidian-Totem? Metas, was macht denn die Klinge des verfluchten Geistes? Das weiß ich nicht. Ach so, diese Rähmchen, ne? Die kann man für Bienenstöcke nehmen. Ja, haben die Zuschauer schon geschrieben, da kriegt man Dings raus. Honig. Mhm. Wie viel Obsidian brauchst du? Als Rähmchen, davon haben wir die meisten. Ja, die sind ja dafür. Was sagst du? Wie viel Obsidian du brauchst? Warte mal. Ein. Ich hab dir jetzt zwei gemacht. Okay. So. Hier wieder Steinchen hin. Und zwei Obsidian. Perfekt, danke. So, jetzt muss ich nur noch Plastik dran kriegen. Schon wieder essen. Plastikfolien müssen wir drinnen haben. Oder brauchst du groß Plastik? Nee, Plastikfolie. Also Plastik gibt's im ME-System. Jo. Im ME? Ja. Okay. Gut. There is the plastic, there is the plastic. So. Schauen wir dir beim Craften zu. Da haben wir's. So. Dann machen wir das Ganze so. Dann haben wir hier, zack, zack. Und zack. Dann brauchen wir Obsidian da oben. Das da unten. Schmeiß mal alles mal da rein hier. Magma Cream. Und dann Blaze Rods. Zack, da haben wir ihn. Jupp. So, machen wir das wieder leer. Dann haben wir diesen hier. Gut, dann, wo setzen wir den hin? Am besten irgendwo dazwischen, oder? Hier hinter. Mhm. Ich bin hier mal ein bisschen am Ausbauen. So. Warte. So, da. Jetzt muss er noch eingestellt werden. Ho, der produziert schon. Und es leitet auch gleich ab. Mhm. Ja, dann brauchen wir nichts mehr einstellen. Nö, braucht auch nicht. Das ist gut. Nee, da brauchen wir nichts einstellen. Generell nicht. Das ist gut. Das ist gut. Da geht automatisch. Ja, hatte ich vergessen. Ich hatte das in Alkaline Skies auch schon mal gemacht. Das dauert alles so lange und die, mit dem Pulverisierer. Und die Zuschauer hatten ja gefragt, ob wir auch noch andere Modpacks aus Feed the Beast spielen würden. Ja. Ja, ist auch geplant, ein weitaus größeres. Wie viele Mods sind da drin? So 160 oder 200 oder irgend sowas, ne? Ich glaube 318.
318? Ja, wie, weißt du noch, wie es heißt? Nee, ne? Infinity. Infinity. Auf jeden Fall ist es geplant. Und da sind auch weitaus mehr Mods drin. Allerdings erst, wenn das hier fertig ist. So, jetzt sollten wir aber genug Energie haben, dass wir da oben auch noch was abgeben können, oder? Oder meinst du, ich sollte noch magmatischen Dynamo machen? Wir sollten noch ein paar von den Dynamos bauen und wir sollten auch größere Kabel dann bauen. Warum hat das ME-System schon wieder kein alles? Nichts. Mag. Energie, wieso nicht? Magmatischer Dynamo. So, da haben wir den. Ach, es ist gut, dass ich noch Maschinen. Nee. Warum koppelt ihr dann immer alles ab und dieser hat eine Fackel eingesammelt? Okay. Dahin. Entschuldigung. So. Hast du den Strom schon wieder abgekoppelt? Von was? Nein. Ja, da ist schon wieder keine Energie mehr. Irgendwie ist die Energie schon wieder weg. Hast du irgendwas angeklemmt jetzt noch? Nee. Nee. Wenn ich jetzt hier von... Ja, er hat was abgeklemmt. Ja, abgeklemmt ist schon richtig, aber nicht das... Zum Beispiel ist in keinem einzigen magmatischen Dynamo mehr was drin. Keine Arbeit. Hier oben das Ding ist fast doch, voll. Doch, doch. Die arbeiten hast schon. Du hier oben, wird nur... Hast du hier oben auch eine Ableitung gemacht? Bei dem hier? Dass er auch wieder abgibt? Oben die gehärtete Energiezelle. Nee. Warte, ich hab gedacht, du wolltest die als Backup-Batterie aufladen lassen. Leute. Das schalte mal aus. Das liegt an was anderem. Ich meine, bis hierhin haben alle Geräte noch vollen Strom und die kriegen auch noch welchen. Aber ab hier ist dann Schluss. Ab hier. Mal gucken. Wir haben überall Redstone-Energiezellen dran. Die arbeiten nicht, also müssten die auch keinen Strom ziehen. Hier, guck mal hier, bis hierhin geht die Energie, glaube ich. Sieht zumindest so aus, bis in diesen Knick hier. Ja, die gehen bis hierhin. Verbinde die beiden mal hier. Dazwischen. Setz mal einen dazwischen. Ja, das ist eine andere Leitung. Ah, okay. Deswegen verbinden die sich hier auch nicht. So, zeig mal, jetzt hat das Ding, jetzt kriegt das richtig Saft. Okay, dann kann ich das jetzt craften. Jetzt müsste wahrscheinlich gleich ausgehen, weil die Energie alle ist. Echt jetzt? Die hält sich gerade so noch ganz wenig. Jetzt fehlt da noch was. Invarbarren. Haben wir keinen Invarbarren mehr? Halt, ich hab dir doch mein ganzes Ja, geschmissen. Ja, ich hab's im Inventar. Ich schmeiß das jetzt mal alles da rein. So. Dann kann ich das auch machen. Ich muss mal die größeren. Zwei Stück von. Dann brauchen wir, Wie gingen denn die? Ja, genau. Kann man bitte jemand eine Truhe hinmachen, dass man das reintun kann, dass das dann durch einen Pulverisierer dann da durchgeht in die Truhe hier? Hatten wir ja vorhin. Mach mal. Okay, also ich habe noch einen magmatischen Dynamo gemacht. Mhm. Den klemme ich jetzt hier unten noch mit an. Hast du noch Redstone-Energieleitungen? Leadstone und gehärtete habe ich. Oder ich pack's. Nee, das, da müssten wir da hinten. Mach mal hier so ein Stück noch mit dran. Hallo, kann hier mal jemand irgendwie eine Truhe hin tun, dass ich das da bitte durchtun kann? Komm mal hier. Bitte! Warte mal, Yama. Da dran. Kann man auch machen, ja. Fluiduct brauche ich da noch eine. Fluiduct. Duct. Duct. Heißt der Aqueduct? Ah, da sind noch welche. Aqueduct. Gut, dann haust mal damit da dran. Und dann sollte das Teil auch schon loslegen. Theoretisch. Jo, ach, und volles Rohr. Aber gut, wie gesagt, prima. Ich bräuchte da noch andere Energieleitungen oder besser gesagt würde ich gerne haben. Und zwar die Redstone-Energieleitungen. Dafür bräuchte ich gehärtetes Glas und Elektrum. Also Elektrum soll es, glaube ich, nicht mangeln. So. 18. Reichen uns 18? Keine Ahnung, wo musst du wissen. Redstone Energieleitung. Könnten theoretisch reichen. Jo. Dann brauche ich hier wieder ein bisschen Redstone drinnen. Ja, dann können wir halt auch die Energie. Dann können wir eigentlich die anderen Leitungen hier, die Leadstone, können wir doch wegmachen, oder?
Nee, nicht die Leadstone. Die will ich. Die großen Leitungen will ich hier zum Abzapfen von den magmatischen nehmen. Nee, da kannst du auch die gehärtete nehmen. Nee, die haben ja eine bestimmte Begrenzung von, bei den gehärteten glaube ich 400 Redstone Flux per Tick. Ja, und wobei die Leadstone ist doch weniger. Ja. Deswegen mach doch die gehärteten davor und den Rest machst du Redstone Energieleitungen. Mhm. Ich crafte gerade mal welche. Ich habe schon die Dinger, die sind jetzt hier drinnen. Da bräuchte ich hier unten noch Redstone drinnen in dem Magma Crucible. Ja, das soll auch kein Problem sein. Warte mal, hast du schon? Ich schmeiß jetzt gerade hier rein. Okay. Ein gutes Redstone. Ja, das muss dafür geopfert werden. Gut, okay. Frage ist, wie viel braucht es dafür insgesamt? Also es braucht schon ganz ordentlich. Ja, aber das ist es wert. Ja. Schnarre ich. Also 14 haben wir jetzt. 15? Ja, wir brauchen einige auf jeden Fall. Ja, mal schauen, ob die 18, die ich hier rausbekommen sollte, reichen werden. Dann muss ich hier jetzt wieder alles abschließen. Glaube ich eher nicht, dass das reichen wird. Ach, vorne willst du die dran machen? Naja, damit... Damit die Ableitung halt schneller geht, oder was? Ja, damit sie überhaupt alles, was sie an Energie hier fabrizieren, rausgeben können. Aha. Gut, ich will mal gerade schauen. Hier passiert gerade gar nichts mehr. Ja, weil ich die momentan abgeschlossen habe. Du hast unten abgeklemmt, okay. Jo. Jetzt hört doch mal auf, ständig alles abzuklemmen. Moment, Yama. Mach das wieder dran. Ihr macht das doch absichtlich. Okay. Dann, wenn ich was machen will, dann klemmt ihr alles ab. Ja. Warum? Wenn Spaß macht. Verdient. Irgendwie kriegt's aber trotzdem keine Energie unten. Oben auch jetzt nicht mehr? Nee. Warum nicht? Da will ich doch nicht. Warte mal. Mann! So. Nein. Jetzt. Jetzt ist gerade reingeflossen. Es verbindet sich dahin. Aber das war's. Sich bei 133 hört's auf. Und dann geht's wieder raus. Verbindet sich dahin. Darf die das? Wir hoffen es. Immer mit der Ruhe. Weil irgendwie geht's so raus, wie sie reinkommt oder so. Hier liegt eine gehärtete Energieleitung. Vermisst die jemand? Ja, gib die. Wo ist denn die jetzt hergeploppt? Jetzt hab ich sie. Na, egal. Hier. Jo, danke. Ich muss auch mal was essen. Wie schnell der Hunger hier runtergeht. Ich muss mal mit. Ah, ich hab nicht mehr. Wie schnell der was? Ja, hochgeht, besser gesagt. Der Hunger. Das Hunger. Die Hunger. Achso, der Hunger. Wir haben mehr als 5000, wir haben fast 5000 Äpfel in dem Ding drin, aber nur noch 20. Aber irgendwie Saft. Wird keine Energie mehr zugegeben. Mhm. Irgendwo hapert's. Normal müsste das Ding doch. Ja, normalerweise schon. Hier, die Dynamos sind alle leer. Die Energie wird hier gar nicht aufgeladen irgendwie. Ja, weil die gleich wieder abgegeben wird an die Leitungen. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen mehr rausgeben, oder? Also noch Dynamos dran, oder? Oder? Moment, wenn ich hier jetzt die Energie ausschalte, ja, dann erfüllt sich schon auf, wenn ich einen abklemm. Warum willst du ihn abklemmen? Ah, nicht abklemmen! Ja, hier passiert nichts bei dem Großen. Mal schauen. Ich habe mal überlegt, dass es vielleicht Menschen gibt, die nicht wollen, dass ihr das abklemmt. Nö. Schraub's mal runter auf 200 RF. Und nichts passiert. Warte mal.
Immer noch so wenig, das gibt's doch Oben, gar nicht. oben der vielleicht zu viel, hä? Nee, oben passiert gar nichts. Nee, der bekommt jetzt momentan keinen Input mehr. Da Achso, habe du ich hast ausgestellt. ausgemacht oben. Ah. Eigentlich sollte das hier jetzt Jetzt, nur noch. jetzt, 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 jetzt rattert's. Jetzt rattert's. Aber wieso? Ist irgendeine Maschine gerade ausgegangen? Keine Ahnung. Du, Warum haben wir das so steht jetzt viele auf Quarksteine 150. da drin? Das steht jetzt auf 150. Ja. Auch kein Mensch. Okay. Energie hat jetzt alles wieder, oder? Ja. Ja, aber ein bisschen Höhe können wir ruhig geben, oder? So, wenn Ja, du solange der. willst. Acht, Solange ich hier neun. mein Zeug Ja, geht weiter hoch. kleinschreddern kann und so weiter. Ach, Ja, Mythos, geht weiter Mythos, hoch. Mythos, Ja. Mythos, 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 mir ist langweilig. Die ist was? Langweilig. Langweilig. Die ganze Zeit ist hier der Strom weg und die ganze Zeit bin ich hier Jetzt an dem ist da Punkt, wo aber ich nie Strom was da. kann. Ja, mal, alles Ja, aber funktioniert wieder. Mythos, der Pulverisierer, ich kann ihn ja nicht schneller machen durch Zugucken. Ich bin doch die ganze Zeit dabei, irgendwie Sex klein zu machen. Der Das halbe Pulverisierer. Inventar mit Erzen voll. Der war hier unten. Haust du da gerade die ganzen Erze rein? Ja. Okay. Die aus Ja, der Truhe, Energie die hat ich das vor Ding 2 Minuten genommen? rübergeholt habe. Hast du alles rübergeholt? Ja, natürlich. Krass. Und das Ding ist jetzt komplett leer, oder was? Ja, die Truhe, ja, vielleicht sind jetzt noch ein oder zwei Sachen wieder neu drin. Hier hinten das Ding hat aber eine eigene Energie, ne? Welche? Welches? Hier das, was die Erze rausholt. Der Ja, Bohrer. ja. Ich hoffe Der doch. hat eine eigene Energie. Gut. Das hier brauchen wir jetzt momentan nicht. Will dich einsammeln, komm her. Na, dann baue ich dich halt auch noch ab. Ah ja, abbauen. Oh, ist Was das die ist denn Truhe, hier die noch ich alles will? drin? Ich glaube ja. Ich muss nur schauen, wie sie angeschlossen ist. Ja, die zieht. Jo, da müsstest du eigentlich alles reinlegen Hier können. Das ist wird noch automatisch pulverisiert. so ein Ja. Redstone-Energieleitung gewesen. Dafür. Ja. Und er hat's abgebaut. Also. Du bist ein Naja. Intelligenzbolzen, Duffy. Echt jetzt? Ja, damit der Yama hier alles reinlegen kann zum Durchpulverisieren. Damit ich sie in seinem Inventar Dann halten klemm muss. das mal woanders Hey, an. wer nimmt da mein Zeug raus? Ich Ich mach weiß, was in ich dem soll. MA-System regeln will und wir sind Nein, jetzt bei doch nicht die, 22 tu nicht Minuten. die Erze ins ME-System, da weigere ich Nein, mich. das war Zertusquarz, Yama. Ja, das Durchpulverisieren, da bekommen zwei Zertusquarz-Dinger raus. Ja, die waren schon durchpulverisiert. Warum nimmst du dann aus der Truhe hier raus? Hab ich doch nicht. Hä? Ich hab sie aus dem Wie ist denn deine Pulverisierer rausgenommen. Autosystem-Gewalt-Meter? Tu es wieder rein! Ich sag, das wird lustig. Tu es wieder rein! Tu es Ich habe aus der wieder Truhe rein! nichts Ich nehm's von rausgenommen. Metos! Wo ist denn das überhaupt hin? Sag mal, Jetzt reicht's mir. kann es sein, dass das in das nächste Ding hier rein ist? Warte mal. Und zwar da? Dass es direkt dort weitergegangen ist. Ups. Nein, offensichtlich habe ich gerade alles wiederbekommen. Oh Leute. Hä? Ihr habt mir gerade alles hingeschmissen. Ich war es nicht. Gut. Könnt ihr das bitte lassen? Ich war es doch nicht. Ja, aber wo packen wir das jetzt hin, Duffy? Was? Weil irgendwo muss das hin. Ja, da müssen wir uns mal was überlegen, wo wir das am besten hinlegen können. So ist es halt praktischer mit der Truhe, vor allem wenn wir nicht da sind. Ja, und ich brauche nochmal so eine Platte. Egal. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 24 Minuten. Jo, jo, Ey, jo, ich Mythos, mit der ersetze das Platte nur oben gerade. drüber kann man die dies nicht aufmachen. Echt nicht? Nein! Wie doof ist das denn? Kann man es so noch aufmachen? Ja. Ja. Gut, dann machen wir das so. Und wir müssen dann nur schauen, dass nicht eine Kohleerz zwischendrin ist, weil die blockiert dann das Ganze zum Durchschmelzen. Es soll ja nicht auch durchschmelzen, es soll ja auch durchpulverisieren. Ja, nur das bleibt dann am Ende vom Dann so Pulverisierer kannst du liegen die nicht und. hinten dran aussortieren, damit das, was gebrannt werden kann, in den Ofen geht und was nicht gebrannt werden kann, direkt da rein ins ME-System. Da Könnte man, aber da. müssen wir noch einen Input machen.
Na, dann wisst ihr ja, was ihr mit zu tun habt. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich sag bis dahin und tschüss. Ihr wollt doch nur nicht mehr. Tschüss.